Wie war denn jetzt das Beta-Wochenende in Diablo 4? Meine persönlichen Pros, meine Kontras, welche Klasse hat mir am ehesten gefallen? Alles das zeige ich dir jetzt. Also, gehen wir rein. Ich habe angefangen mit dem Mage. Das war so für mich die erste Klasse, die wirklich Bock gemacht hat. Hauptgrund da war die Fähigkeit oder die Möglichkeit, Spells als passiv zu stellen. Und das hat für mich schon einfach viel interessante Fähigkeiten, viele Möglichkeiten ergeben, den auf unterschiedliche Arten und Weisen zu spielen. Wir gucken da auch gleich nochmal ein bisschen rein. Mage hat schon richtig Bock gemacht, einfach mit den Variationsmöglichkeiten. Als nächstes hatte ich den Barb gespielt und mit dem bin ich auch wahnsinnig gut vorwärts gekommen. Er kann natürlich mit seinem dicken Hau drauf, mit den verschiedenen Waffen, die er nutzen kann, ordentlich Schaden austeilen, hält auch gut was aus. Auch dazu hatte ich ja nochmal ein extra Video gemacht, wie ich da eine Festung oder eine Base irgendwie freigespielt habe. Macht also auch schon richtig Bock, der Barb in verschiedensten Arten und Weisen auch zu spielen. Also auch das geht wirklich vorwärts. Da muss ich sagen, anfangs als Wirbelwind natürlich direkt gedacht, ja perfekt, dann braucht man ja gar nicht viele Punkte, man geht direkt auf Wirbelwind und kann dann schön durchwirbeln. Das ist leider nicht so, das ist tatsächlich nicht so ergiebig. Da ist dann der Hammer der Uran deutlich besser. Oder dann eben auf die Skillung, die ich später eben verwendet habe, mit Blutungseffekten. Dazu wird es auch nochmal ein extra Video geben. Auch das war super spannend und hat auch richtig gut dann funktioniert. Schwierig, wie gesagt, war tatsächlich die Klasse des Jägers, die Jägerin. Sehr spannend zu spielen, deutlich effektiver, tatsächlich eher als Schurke, denn als Jäger. Denn diese Fernkampfeffekte sind anfangs noch sehr, sehr schwierig. Es gibt, was ich schon gesehen habe, auf verschiedenen Legendaries Fähigkeiten, die in Richtung Granaten gehen. Das heißt, da wird vielleicht auch noch was in diese Richtung kommen. Also Granatenskills waren da drin schon beschrieben. Das kann ich mir auch wiederum sehr gut vorstellen. Vielleicht kommen auch noch mal irgendwelche Geschütztürme oder sowas in der Art. Auch das fände ich schon fast wichtig für die Klasse, wenn man mit Fernkampf spielt. Denn bei großen Mobgruppen hatte ich tatsächlich wirkliche Schwierigkeiten, die, ja, ich sag mal, schnell Platz zu machen. Und geskillt auf Nahkampf, auch dazu gibt es noch mal ein komplettes Video oder wird noch mal ein Video kommen. Geskillt auf Nahkampf, ging es dann richtig ab. Also auch da rein, schnell Flächenschaden machen, in die Mobgruppen, richtig große Mobgruppen, einfach wegrasiert. Also das hat richtig Bock gemacht. Für mich nach wie vor ganz weit vorne immer noch die Klasse des Magiers. Macht einfach super viel Spaß. Ich hatte angefangen als Frostmage. Frostmage hat richtig Laune gemacht, hat viel Damage gemacht. Kontrollverlust, also Einfrieren war natürlich auch super praktisch für den Anfang. Später dann bin ich hier nochmal gewechselt auf Feuer. Mit den Feuerskills ging es auch richtig gut vorwärts. Und da konnte man natürlich auch flächenmäßig richtig gut Schaden machen, größere Mobgruppen zusammenziehen. Das in Kombination mit der passiven Fähigkeit der Feuerwand, da hat das dann auch super funktioniert, dass man quasi Feuerwand als passiv nimmt. Und während Gegner dann brennen, wird automatisch die Feuerwand auch noch gewirkt. Also das ist ein super passives und hat auch richtig Laune gemacht. Ja, das war, wie gesagt, jetzt hier meine 1. Auf der 2 tatsächlich der Barbar, einfach von der Vielfältigkeit, von den Möglichkeiten. Und auf der 3 momentan die Schurken- bzw. Jägerklasse im Moment für mich absolut schurkisch unterwegs. Ja, hier sind wir gerade nochmal eben drin mit dem Magier. Wie gesagt, super praktisch jetzt hier gerade auf Feuer geskillt, komplett auf Verbrennung sozusagen, zusätzlich, damit man noch ein bisschen mehr aushält, auf Eisrüstung. Wir gucken gerade mal eben rein in die Items, die er so mit sich rumschleppt. Ein sehr, sehr gutes Item ist dieses hier. Das bringt einfach nochmal einen ordentlichen Boost von 30% Schaden.
wenn man halt mal 2 Sekunden stehen bleibt. Also pro Sekunde 18,6% mehr Schaden. Das ist halt wirklich top. Ja, dann noch verschiedene andere Legendaries, die das Ganze hier ja, relativ gut spielbar gemacht haben. Sowas mit Kontrollverlust und sowas ist natürlich immer praktisch. Er ist gut durchmarschiert hier. Also es hat wirklich wunderbar funktioniert. Ich hatte kaum irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Magier. Ich bin mit dem auch so im normalen Spiel gar nicht gestorben. Sämtliche Klassen habe ich natürlich auf der 2. Schwierigkeitsstufe gespielt. Und da muss ich sagen, da hatte die Jägerklasse anfangs beziehungsweise auch der Barb zwischendurch doch ein bisschen Schwierigkeiten. Wobei halt am meisten Schwierigkeiten halt der Jäger hatte. Und jetzt hier mit dem Mage, gerade auf Frost geskillt, war das dann gar kein Problem. Die Skillung jetzt hier gerade auf Feuer, wir können noch mal eben kurz reinschauen. So sieht das hier gerade aus. Da kommen wir tatsächlich zu einem kleinen Punkt, der auch wirklich ein bisschen mies ist. Und da muss ich sagen, wo sind wir hier? Genau, bei der Übersicht. Ja, diese Fähigkeiten, Fertigkeitspunkte, die man erreicht, wenn man alles entdeckt hat, wenn man was freigespielt hat, da muss ich wirklich sagen, ja, es ist ganz nett, aber weil ja sowas Essentielles hier drin ist, wie Fertigkeitspunkte, also Map aufdecken und sowas, dass das eine Art Pflichtprogramm ist, das finde ich echt eher ein bisschen mies. Und es ist ein Pflichtprogramm, denn man kann nicht einfach auf irgendwelche Fertigkeitspunkte verzichten. Also wie gesagt, das ist, ja, es ist eher eine Qual. Also das ist halt echt nicht meins. Im Großen und Ganzen gefällt mir das mit der Open World. Man rennt viel rum, man hat immer ein bisschen was zu tun. Ich sehe auch gerade hier direkt in der Nähe ist gerade ein Event, 1,50 Meter weiter. Also man hat halt ständig irgendwelche Sachen zu tun. Das ist schon wirklich gut. Und dazu kommt, ich würde sagen, ich porte mal eben kurz in die City. Wenn wir hier in der City an der Weltstufenstatue sind, dann sehen wir das ja hier. Das sind ja die ersten Stufen, die wir spielen können. 1 bis 50, Level 1 bis 50 die ganze Zeit. Auf Veteran, wie gesagt, hatte ich die ganze Zeit gespielt, um ein bisschen mehr Erfahrung. Und ja, die Monster lassen ein bisschen mehr Gold fallen, um das zu haben. Bisschen mehr Skill und so, bisschen mehr Herausforderung. War auch gut. Ich fand, die ganze Zeit war die Herausforderung und die Challenge, auch die Boss-Encounter und sowas, die waren gut, die waren wirklich ausgeglichen. Man hatte ein bisschen was zu beißen, es war knackig, aber es war alles nicht unmöglich. Fand ich wirklich gut gemacht. Und hier kommen wir dann aber zum nächsten Punkt und das ist das, was mich, wo ich auch noch Hoffnung habe, dass das, was man jetzt vielleicht als ein bisschen öde empfindet, und zwar diese ganze Open-World-Sache, dass das noch ein bisschen spannender wird. Und zwar diese Geschichten hier, die hier unten drinne stehen. Also das ist dann ab Level 50. Level 50, würde ich sagen, ist relativ schnell erreicht. Das kann eigentlich nicht so ewig lange dauern. Ab 70 plus geht es dann halt ab. Also ab 50 heilige Gegenstände, Holies droppen dann und Unique-Gegenstände, einzigartige Gegenstände können fallen gelassen werden. Das ist schon mal gut. Neue Drops, hochwertigere Drops. Sehr, sehr gut. Albtraumsiegel werden dann auch noch fallen gelassen. Und mit diesen Albtraumsiegeln können dann Albtraum-Dungeons entsiegelt werden. Ja, dann wird es halt noch mal spannender. Das heißt, man hat noch mal schwierigere Dungeons. Auch schon mal wieder gut. Höllenfluten können in ganz Sanctuario auftreten. Was auch immer das alles ist. Aber es zeigt, dass eben in diesem Open-World-Bereich auch noch neue Sachen passieren können. Champion-Monster mit Auren, das ist natürlich auch altbekannt. Das heißt also, wenn dann auf einmal so ein Champion-Monster da ankommt mit Feuerwiderstand, dann sehe ich natürlich als Feuermage gerade richtig schlecht aus. Aber auch das, wie gesagt, hier, ja, macht das Ganze, ich denke mal, auf längere Sicht auch wieder super spannend. Das heißt, man hat wieder diesen Anreiz, doch schnell in Richtung Level 50 zu kommen, dass man dann hier neue Fähigkeiten, neue Möglichkeiten im Game freispielt. Dann geht es halt wieder ab 50 auf 70, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern und schwieriger werden. Und dann geht es rein in die Qual. Und ab Qual
dann wird es wahrscheinlich wirklich eine Qual. Ancients, Ahnengegenstände und neue einzigartige Gegenstände können fallen gelassen werden. Dann wird es, glaube ich, nochmal richtig hart. Und da fühle ich tatsächlich schon den übelsten Diablo-Grind. Da sehe ich ihn. Also, wenn man da hingieren kann, das ist aber auch das, was das Game jetzt im Moment und in der Beta überhaupt nicht bieten konnte. Also, es ist ein Vorgeschmack, es ist wirklich ein Gucken, was, wie spielt es sich, wie bewegt es sich alles, was gibt es hier für kleine Specials noch und so weiter und so weiter. Ich finde, es war ein sehr, sehr guter Vorgeschmack, aber das hier... Ich meine, so ein Vorgeschmack auf sowas wäre noch interessant gewesen. Höllenfluten oder weiß der Geier was. Aber das hier lässt mich wirklich auch hoffen, dass es für Langzeitmotivation sorgt, um hier länger dran zu bleiben, um hier besondere Gegenstände natürlich nochmal zu bekommen. Das wird halt nochmal richtig, richtig knackig. Deutlich schwerer, wenn wir dann halt hier in den Welt, an dem Weltenbaum hier sozusagen die Schwierigkeitsstufen hochpushen. Dann geht es halt nochmal so richtig ab. Ja, wie gesagt, von der Skillung her, ich hatte ein paar Videos auch noch gemacht hier zum Mage, die werde ich auch noch zeigen. Mehrere Videos mit dem Ice Mage. Im Livestream gab es dann auch hier den Feuer Mage zu sehen. Ich muss mal gucken, ob ich das auch noch ordentlich hochgeladen bekomme. Das war tatsächlich auch richtig gut, hat Bock gemacht. Von der Skillung her gucken wir halt gerade nochmal eben kurz rein. Hydra, mega krass, macht halt richtig Bock. Natürlich hier mit dem Feuerblitz, dass wir die ganze Zeit anzünden. Dann hier den Flammentod, dieser Flammenstrahl, der halt richtig gut Damage macht. Danach geht es hier weiter in die Eisrüstung. Super wichtig, wenn man schon die ganze Zeit so still steht, 2-3 Sekunden, und kanalisiert, was eben das hier oben ist, ein kanalisierender Zauber, dann muss man eben auch in der Zeit sicher sein. Was halt super praktisch ist, während man kanalisiert, hat man ringsherum auch noch einen brennenden Effekt. Das heißt, alle Monster, die zu einem kommen, die brennen zusätzlich auch noch gezündet. Und das wäre auch noch eine Sache, wo später mehr Skillpunkte reinwandern in das Flammenschild, weil dann um einen herum nochmal Gegner Schaden kriegen. Auch super praktisch. Also das in Kombination... Also der AOE-Schaden hier plus Flammenschild plus das Schutzschild plus die Hydra und dann kommt noch natürlich dazu, wo haben wir es? Hier auf der S-Taste, dass wir hier unten die Feuerwand auch noch als Passiv hatten und die macht dann an brennenden oder sorgt dafür, dass brennende Gegner dann auch noch Feuerwände, zwei Feuerwände unter sich erscheinen lassen. Das heißt, man hat um sich herum auf einmal alles brennen. Es geht richtig gut ab. Wie gesagt, zeige ich dann auch nochmal in einem anderen Video. Also das hat sich wirklich gut gelohnt. Ja, die andere Skillung hatte ich auch in einem anderen Video gezeigt. Die basierte komplett auf gefrorene Kugeln. Damit habe ich hauptsächlich gelevelt. Und jetzt mit 25 habe ich dann erst auf Feuer umgeskillt. Einfach, um es auch mal zu testen. Andere Möglichkeiten mit Blitz und so habe ich bisher noch gar nicht probiert. Vielleicht teste ich das am nächsten Beta-Wochenende nochmal ein bisschen. Wobei da natürlich geht es dann halt ab mit dem Druiden und dem Totenbeschwörer. Ja, mit den Barbaren habe ich dann als nächstes rumgespielt und hatte auch damit wirklich Spaß. Es hat wirklich Bock gemacht, da reinzurennen, in die Mob-Gruppen drauf zu dreschen und ja, alles halt zu verprügeln. Also das ist wirklich eine Klasse. Wenn man da Bock hat, richtig reinzudreschen, dann fühlt man es auch. Also das Feeling ist auch da richtig gut. Kann man wirklich gut machen. Auch da allerdings wichtig, dass man, gerade wenn man auf Gegner trifft, die vielleicht auf gleichem oder höherem Level sind, dass man da hart in die Schadensreduktion reingeht. Wie gesagt, auch dazu lade ich nochmal ein Video extra hoch zu einem Fight und zwar hier genau in dieser Area. Diese Area hier, die man freispielen kann, super schwierig das Ganze. Und ja, gerade in meinem Levelbereich hier, ich war jetzt war 21, mit 21 das alles gemacht, das war schon knackig. Mit, vor allem der Endboss, der war super schwierig. Ja, mit dem auch hier ein paar Legendaries, die gedroppt sind. Auch das
praktisch natürlich. Man kann natürlich damit auch noch so ein bisschen mehr rumspielen, verschiedene Skillungen machen. Auch sowas hier natürlich super interessant. Mit Tritt und Aufstampfen. Dass man dann mit Sprung wieder weitermachen kann. Also, es gibt da wirklich spannende Legendaries mit guten Stats drauf. Da geht schon einiges. Und hier auch wieder so ein Ding mit Dornenschaden. Ich warte noch auf eine Klasse, die richtig auf Dornenschaden geht. Vielleicht sowas wie ein Paladin. Ich würde es hart feiern. Fände ich halt richtig, richtig gut. Es gibt auch Schilde mit Dornschaden und so immer wieder. Also, das wäre schon nicht schlecht. Der Barb an sich hat das auch. Wenn wir hier mal in die Talente reinschauen, der hat auch Dornenschaden. Ich hatte das in dem Video, was dann kommt, auch noch ein bisschen gezeigt. Ich habe hier überall Talente verteilt in diesen passiven Fähigkeiten und musste dann allerdings für den Bossfight hier komplett auf Herausforderungsruf umskillen, auf Eisenhaut umskillen, die ganzen Punkte reintun. Und ich bin dann hier von den Dornen weggegangen. Die Talente hatte ich vorher geskillt hier. Und ja, sonst eben komplett auch schön auf Blutungsschaden gegangen. Mal ein bisschen was anderes. Angefangen habe ich hier mit Raserei. Bin dann natürlich schnell in den Wirbelwind rein und habe gedacht, boah geil, Alter, jetzt wirbel ich hier schön durch die Massen. Nicht so ideal. Gar nicht ideal, viel zu wenig Schaden, viel zu viel Wutverbrauch und auf lange Sicht, nee, dafür ist es anfangs tatsächlich nicht gemacht. Da hat dann anfangs der Hammer der Uran, man sieht es direkt an den Schadenszahlen, deutlich mehr Sinn gemacht. 121 Damage direkt zu Anfang, das ist natürlich was ganz anderes im Vergleich jetzt hier zu 39. Also wie gesagt, Hammer der Uran, deutlich angenehmer. Auch hier mit dem Sprungschlag, um auch schneller vorwärts zu kommen. Auch das super praktisch. Man dasht quasi nach vorne zum nächsten Mob, wenn einer in der Nähe ist. Man muss nicht erst schwer irgendwie dahin latschen und dann hauen, sondern man dasht direkt zum nächsten, macht direkt Schaden. Auch das lohnt sich richtig. Ich hatte da anfangs auch mehrere Punkte direkt reingeskillt. Und dann ging es hier weiter auf den Hammer der Uran. Diese Geschichten habe ich noch gar nicht probiert. Doppelschwung hatte ich einmal ausprobiert, das sah irgendwie nicht so spektakulär aus. Das Auffühlen habe ich tatsächlich noch gar nicht probiert. Auch das ist vielleicht irgendwas für die zweite Beta mal zum Testen. Und ja, hier die Schreie, die Defensiven, super wichtig. Aufstampfen, Klassiker, habe ich in dem Fall hier jetzt zum Glück auf einem Item. Auch das ist super praktisch. Sehr viele verschiedene Skills, überall wo eine blaue Zahl ist, seht ihr hier, sind eben Items dafür verantwortlich. In dem Bereich hier hatte ich den Sprung auch probiert, auch das geht ganz gut. Also man kann schon viel Variationsmöglichkeiten, man kann schon viel ausprobieren. Auch das hier klingt ja super interessant, der Schaden ist ja insane, wenn man da so einen Finishing-Hit macht. Das klingt auch richtig gut, aber da muss ich dann noch ein paar Punkte für übrig haben. Ja, wenn ich den dann auf Maximum Level habe, dann wird auch hier weiter rumprobiert. Zorn des Berserkers, der Klassiker oder Ruf der Urahn. Da muss ich echt mal gucken, was hier dann noch wirklich spannend ist und was abgeht. Dafür, wie gesagt, brauche ich dann allerdings noch ein paar Skillpunkte. Gucken wir mal, wie das dann weitergeht hier mit dem Barbaren. Im Großen und Ganzen, ja, ich würde fast sagen, anfängerfreundlich, kommt man gut mit zurecht, kann man schön reindreschen. Und man hat auch ausreichend Möglichkeiten, um sich zum einen zu verteidigen und also defensiv. Und man haut auch einfach übelsten Schaden raus. Ob das jetzt gegen Boss-Mobs sind oder gegen Massen. Gerade hier mit diesem Blutungseffekt, wie gesagt, sieht man dann auch in den anderen Videos, geht das halt richtig ab. Die Monster, die schmelzen von der Lebensanzeige einfach nur so dahin. Ja, eine Sache, die wirklich gut war und die richtig Bock gemacht hat, bei dem Schurken, dem Jäger, muss ich sagen, war die Agilität. Das heißt, du gehst rein ins Game, du fühlst dich sofort, zack, zack, sehr agil, zack, schießen, meucheln, schnitzel, schnetzel. Also du bist halt sofort in voller Action mit Ausweichen und so. Das macht schon Bock. Das macht aber auch fürs gesamte Game Bock. Also das ist was, was wie gesagt in der Open World halt wirklich ganz gut ist. Du rennst halt immer rum. Nicht nur in der Open World, auch bei Bossfights, beziehungsweise wenn man in so Dungeons reingeht. Es ist alles recht schnell, recht agil. Es sind nicht so die übermäßigen Monstermassen. Es ist nicht so
dieses durch Massen durchwälzen. Es hat tatsächlich so einen MMO-Touch, dass man mehr so Mob-Gruppen hat. Vielleicht kommt das aber noch später, weil wir hatten ja gerade schon gesehen, es kommt noch einiges dazu. Ab Level 50 plus wird da wohl noch deutlich mehr erscheinen. Das ist, wie gesagt, das, was mich halt schon direkt gehuckt hat. Und ja, nach wie vor trotz allem hier diese Klasse für mich ja auf dem letzten Platz, der arme Tropf. Das ist für mich leider ein bisschen schwierig. Woran liegt es? Ich würde sagen, es liegt an den Talenten. Gucken wir gerade mal eben rein, wer jetzt gerade geskillt ist. Auch dazu gibt es natürlich Videos. Ich hatte angefangen mit Herzsucher. Super praktisch. Ging auch richtig gut ab. Also ein Pfeil, du stehst quasi vor einer Tür, du schießt in die Tür und der Pfeil sucht sich sein Ziel. Zielsuchende Pfeile. Homing Missiles. Mega gut. Geht auch gut ab. Habe ich auch ziemlich hoch geskillt und man kommt damit auch gut klar. Man kommt auch relativ weit damit. Aber es ist recht langsam. Also man hat nicht so diesen Durchdashen. Man ist die ganze Zeit passiv, man ist die ganze Zeit defensiv unterwegs und will ausweichen, versucht, dass man eben nicht so nah an die Monster rankommt. Man ist die ganze Zeit eher rückwärts gewandt, als dass man eben, was man ja eigentlich will in Diablo, vorpreschen, durch die Mobgruppen durch, vorwärts, nebenbei noch alles vernichten. Das ist ja das, was wir wollen, eben durchmetzeln. Tja, und das ist halt mit der Skillung oder mit dem Schießen momentan echt nicht so drin. Irgendwie nicht. Ich hatte dann ein bisschen rumprobiert. Sperrfeuer war ganz gut für mehrere Massen, aber es war so, es ist auch irgendwie gefühlt die Hälfte daneben gegangen. Also es war so sehr random vom Treffen. Und ich bin dann auf Schnellfeuer gegangen und habe damit doch relativ gut, recht gezielt einzelne Mobgruppen rausgeholt, einzelne Boss-Mobs irgendwie bearbeiten können und so weiter. Hat gut funktioniert. Aber eben auch dann bei größeren Massen war es dann halt schwierig. Auch da wieder wegspringen, zurückspringen. Meistens hier mit Krähenfüße, Sprung zurück. Die Mobs dann ausgebremst sozusagen, wieder reingeballert. Aber es ging halt zurück. Wer will das? Nicht in Diablo 4. Nicht in Diablo allgemein. Auch das hatte ich probiert hier, durchschlagender Schuss, haut richtig gut rein. Das ist wirklich so ein Sniper, wie so eine Bazooka, würde ich fast eher sagen. Bam, ballert einmal durch alles durch, auch nicht schlecht. Nichtsdestotrotz, alles, was ich probiert hatte, war mit dem Bogen nicht so sexy. Und es ging halt dann erst richtig ab mit, ja, Gleitklinge rein. Sehr schnelles Rumgestachel und Gezachel ging auch richtig gut ab. Das hier vielleicht mit einer anderen, mit einer speziellen Rüstung oder sowas, mit einem Setteil, was irgendwie gut abgeht. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier momentan doch dann aber auf belebender Schlag gegangen, weil mehr Regeneration für Wut, beziehungsweise was ist es? Ist es Energy? Einfach Energieregeneration erhöht. Das ging halt richtig gut ab. Viel Energie und dann die Energie mit Klingensturm raushauen. Auch das mega gut. Auch da im Livestream das probiert. Mobgruppen, 3-4 Mobgruppen zusammengepult, alles weggemessert. Das macht halt Bock. Das ist halt richtig geil. Und dann geht man da eben auch richtig steil mit. Genau, Krähenfüße trotzdem mit drin. Hier natürlich gerade super praktisch. Preschen auch mit dabei. Macht auch wirklich Bock. Sowas braucht man auch auf jeden Fall. Praktischerweise, wie gesagt, hier auf den Gegenständen, die ich trage. Das heißt, ich musste keine Skillpunkte verteilen. Aber ja, das macht auch schon Sinn. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe einen Skillpunkt verteilt. Genau, ich habe ein, zwei. Hier noch die Skillpunkte unten rein verteilt. Also das macht auch richtig Sinn. Auch das super wichtig, Verschleierung, rausgehen mal eben, wenn man irgendwo eingefroren ist, zack, drücken und man kommt eben weg. Man ist kurz in so einer Schattengestalt, auch das super wichtig. Und eine Sache, wo mit Sicherheit die nächsten Skillpunkte auch noch reinfließen werden, ist die Giftfalle. Insaner Damage, super praktisch auch gegen Boss-Mobs, die ja gerne mal irgendwo stehen bleiben, ihr Zinnober da abfeiern. Und wenn man die Falle quasi gestellt hat in der Nähe, wo die halt stehen bleiben und die latschen da rein,
und dann tickt das halt richtig schön runter. Also das super, super wichtig. Kann ich mir auch super gut vorstellen, da volles Matt auf die Giftfalle zu gehen, weil das dann halt einfach gut reintickt. Auch das sehr, sehr, sehr praktisch. Diese schützenden, dieser dunkle Schleier, Schadensreduktion mit drauf, plus, dass man dann auch noch mit jedem dieser Schleier, es sind ja 5 Stück, dass man dann quasi 3% schneller wird pro, also 15% schneller durch die Gegend läuft. Super praktisch, sehr angenehm, zwischendurch einfach mal zünden in der Open World, zoom und ab geht it. Nicht ganz so, aber man merkt schon einen deutlichen Unterschied von der Geschwindigkeit. Ja, auch den Bereich hier unten muss ich nochmal ein bisschen nachtesten. Habe ich bisher noch gar keine Points irgendwie großartig rein investiert. Ich hatte aber auch nie Platz unten in der Skillleiste. Von daher gucken wir uns das mal an. Und bis dahin reichten auch hier wieder die Skillpunkte noch nicht. Werde ich mir auch später irgendwann nochmal angucken. Pfeilhagel, absoluter Klassiker. Todesfalle, ja, klingt doch auch wieder gut. Wäre da natürlich auch nochmal eine Idee. Und Schattenklon, auch das muss ich natürlich nochmal testen, was denn da so abgeht. Allerdings dann auch erst wieder in der nächsten Beta. Ist denn die Klasse trotz allem zu empfehlen? Wahrscheinlich schon. Mal gucken, was hier unten noch kommt, was uns da noch erwartet, was da noch passiert. Wie gesagt, ich hatte irgendwo auch schon Items mit der Nennung von Granaten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier drauf ist. Ob das jetzt extra nur ein passives ist, dass die dann von alleine kommen oder ob Blendgranaten oder Granaten allgemein noch mit reinkommen, ist natürlich jetzt die große Frage. Aber auch sowas natürlich spannend, würde ich mir auch wirklich wünschen, einfach so als Abwechslung, dass man eben noch ein bisschen mehr hat als ja im Moment eigentlich nur dass das Fernkampf, Bogenschießen oder Armbrustschießen, was halt ein bisschen schwierig ist und halt der Nahkampf, wo man eben ständig gut auf die Backen kriegt, das kann schon ein bisschen tricky enden. Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem gesamten Wochenende. Ja, ich habe hart durchgesuchtet, bin aber auch, ich glaube, recht gut vorwärts gekommen in all dem und es ist ein Game. Tja, wäre es nicht so teuer, würde ich sagen, kann man mal gut reingucken. Warten wir also ab, wie es dann zum Release aussieht, wie die Preise dann sind, was dann passiert und was dann halt auch demnächst noch passiert mit dem Game, wie der Start allgemein ist, ob da nochmal irgendwelche super Aktionen gestartet werden. Also es ist für alle, die natürlich Diablo-Fans sind, ein Must-Have. Ich finde, es ist etwas anders als die anderen Games. Es hat aber auch vieles von allen anderen Games in sich vereint. Also von den ersten, zweiten und dritten Teil findet man hier immer wieder Sachen auch hier drin. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin ganz zufrieden. Es fühlt sich vernünftig an. Und es gibt bestimmt noch einiges, ja, was dazu kommt. Anschlagbrett, noch nie drauf geguckt. Also, hier kommen bestimmt noch oder wahrscheinlich kommen hier noch irgendwelche Aufträge oder. Es gibt halt noch so viel, was halt noch nicht da ist. Ich bin einfach gespannt, was noch passieren wird. Nicht nur jetzt in den nächsten Monaten bis zum Release, sondern danach vor allem noch, was bis dahin noch passieren wird. Gucken wir einfach mal. So, so viel dazu. Kurzes Resümee zu all dem. Kann man machen. Gutes Game. Ich werde wahrscheinlich anfangs mit dem Mage reingehen. Weil einfach insaner Gruppenschaden, AOE-Schaden und ja, macht einfach Bock, ne? Glaskanone kriegt zwar hart auf die Backen, aber wenn man da ein bisschen agil ist und ausweichend ist, dann lübt das schon. Auch für die Barbaren, ja, lübt, macht auch Bock, kann man gerne machen. Ja, und hier bin ich gespannt, was sich da noch tut und natürlich, was am nächsten Wochenende abgeht, wenn es dann ab in die nächste, in die Open Beta geht und dann der Druide da ist und der Totenbeschwörer da ist. Ich glaube, da geiern auch schon ganz viele drauf. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auch mal auf Twitch. Bis dahin.